Ach Gott, du Volltrottel, wie läufst du denn bitte? Ja, geh sterben. Kommen wir den restlichen Kram hier noch tot. Richtet euren Zorn neu aus. Wir haben ja ein paar Verluste einstecken müssen, aber zum Glück ist hier so ein Versorgungs-Orgy-Ding. Du darfst ihn ruhig hochheben. Danke. Und jetzt alle in die Mitte rein und neu sammeln. Komm! Scout-Trupp bereit, diese. Was gibt's zum Sichern? Quatsch, haben wir ja schon. Kommt da was? Wir sind alle wieder voll? Gut. Dann wird das hier hin. Tag, was hier hin. Ach du Scheiße, es kommt da dann schon wieder. Bounce. Da geht das Pack hier. Wir haben den Marker von uns. Ah, da ist der Spacken. Beziehungsweise noch ein Spacken. Seid wachsam. Nach Tarkus geht. Oh. Schön, euch wiederzusehen, Blood Ravens. Ja, du bist auch hübsch. Ich erinnere mich gern an unsere Kämpfe auf Kronos. Sagt Kommandant Thule, dass sein alter Freund Eliphas sich freut, ihn zu sehen. Wer ist Eliphas? Einfach ewig draufhauen, würde ich sagen. Scouts hier, immer noch im Kampf. Tarkus geht da hinten mal hin. Der soll sich nur mit Dude rumschlagen. Ja, komm. Okay, der Krimskram wird schon mal gekillt. Ja, auf die Seite, damit der Granatwerfer genauer ist und mehr treffen kann. Ach Gott, der kriegt aber ziemlich wenig Schaden. Nur von den ihren Plasmagewehren kriegt er einigermaßen mehr. Oh Gott, jetzt wird er aggro. Das hilft mir auch nichts mehr. Die Aufrührer ziehen sich zurück. Es geht hier um mehr als nur um Aufruhr, Gouverneurin De Rosa. Dies ist Ketzerei großen Ausmaßes. Schlimm, schlimm. Naja, kann man nichts machen. Der Sieg ist unser Spiel zur nächsten Schlacht. Ich mag Vorspiele. Meldo. Zack, 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 zack. Nächste Stufe, diese. Und ganz viel Krimskram erhalten. Rüste unser ganzen Männlein nochmal neu aus, würde ich sagen. Das sind schlimme Neuigkeiten. Wir dürfen es dem Chaos nicht erlauben, unsere Rekrutierungswelten zu überlaufen.
Ja, ich mag das auch. Die Verräterlegionen müssen ihre Basis auf Aurelia haben. Na, du bist wieder zurückgebissen. Kehren sie sofort dorthin zurück und jagen sie sie. Warum bin ich denn jetzt so kacke rot? Kommandant, vielen Dank. Danke. Ich kann nicht glauben, dass die Rebellen sich mit dem Chaos zusammentun. Glauben Sie es? Ja. Sergeant Avitus hat recht. Abstreiten hilft nur dem Feind. Wir haben Aufzeichnungen der Rebellen mit der Position ihrer Hauptbasis gefunden. Sie ist auf Aurelia. Das Haus Vandis operiert dort seit den ersten Tagen der Tyranniden-Invasion. Ich entsende sofort Truppen nach Aurelia. Ja. Es wird Zeit, die Basis auszulöschen und diese Ketzerei zu beenden. Das stimmt, Kindergarten. Jetzt sagen Sie wahre Worte, Gouverneurin. Eben. Orion, was hast? Kommandant, ich fürchte, dass die Warp-Energien der Verräter uns übel mitspielen. Mitspielen? Wie, Skriptor? Der Einfluss des Chaos ist eine mächtige Sache. Selbst die kürzeste Begegnung kann eine Seele verderben. Wir sind keine Verräter. Vielleicht nicht, Cyrus, aber Korruption kann subtil sein. Jeder Schritt entlang des Weges kann unbedeutend scheinen. Aber zusammen führen sie zur Finsternis. Bei der Begegnung mit den Lakaien des Warp bleibt keine Entscheidung ohne Konsequenz. Ja, warum sind meine Jungs hier so rot jetzt? Was ist das Korruptionsstatus? Ach, da schaltet man da neue Sachen frei. Aber das brauche ich nicht. Ich werde nicht korruptiver, wie man es nennen mag. So, unser Ding macht 132 Damage. Haben wir so einen Orgi-Melder. Und was haben wir hier? Plus 3 Rüstungswert 30, plus 150 Gesundheit. Was ist das für ein Mods-Ding? Hat einen negative Rüstungswert. Verarschen. Das ist ja Code, dass es ja auch noch Sachen gibt, die nur durch Korruption genommen werden kann. Ach ja, Stufe aufsteigen. Und noch eins auf Gesundheit. Rasender Angriff. Tarkus, du kleine Pussy. Ich habe den Mods Bolter für dich neu. Na, Deck fällt der, ne? Jetzt können wir losschießen wie so ein Besoffener. Ich glaube, wir haben ja schon eine bessere Rüstung auf dich. Ja, nimm du die mit. Mein guter Freund. Ja, dann mehr hier rein, bitte. In Fernkampf. Avitus ist eine Madwurst und nicht aufgestiegen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, weil ich auch Energie baue. Inferno Verrat. Schon wieder so ein korrumpierender. Ey, da überlege ich mir wirklich. Machen wir so. Fragt man sich, ob man sich den Chaos anschließt oder nicht. Aber ich nehme jetzt einfach mit, das ist ja noch plus 2 Korruption mehr. Und das Ding macht ja schon Damage, also. Geht schon okay. Ne, Jungs. Ach ja, du kannst auch noch aufsteigen. Eins auf Gesundheit. Noch eins auf mentale Oschi-Dinger. Dann nehmen wir Damien Thule mal mit. Für Avitus. Hallo? Nee. Geh weg! Können wir Tuppen? Ah, jetzt. Davin Fuhle. Es gibt. Ja. Der Orion wird in den Hintern gepoppt, den will ich nicht. So. Ende für den Part, bis zum nächsten Mal. Ciao.